Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind immer noch in Safronia City und machen uns jetzt hier in die Arena und holen uns einfach so den nächsten Orden. Das schaffen wir. Teleporter schon wieder. Ich kann keine Teleporter mehr sehen. Lasst mir meine Ruhe. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es dich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Safronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Ja, geil, Pikachu. Das ist auch das Einzige. Oh, haben wir Glück gehabt. Der sieht gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Jetzt hält dich nichts mehr davon ab, die Arenaleiterin Sabrina herauszufordern. Das wird ganz schlimm. Sage ich direkt im Voraus. Das wird ganz schlimm. Ja, komm. Machen dir unsere Psychokräfte Angst? Ein bisschen. Ich habe nicht so viel entgegenzusetzen in meinem Team. Aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Alex ist das, okay. Der hat zwei dabei. Ja, das ist super, wie effektiv das ist. Warte mal, lass mich mal nochmal hier. Wir machen das, wir kriegen das hin. Boah, ist das schrecklich jetzt schon. Das ist jetzt schon schrecklich. Ach nö. Wieso kann der das? Es wurde nur schläfrig gemacht. So. Haben wir das erledigt? Oh, das ist schlimm. Okay, jetzt müssen wir wirklich gucken, was die so dabei haben. Was hat er denn? Ja, Pikachu ist okay. Kadabra. Das schaffen wir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich vertraue uns. Ich vertraue uns ganz doll. Wir sind halt echt ein bisschen unterlevelt gerade, ne? Leicht mit unseren Pokémon. Nur ein bisschen. Ach, nur ein bisschen. Aber wir schaffen das. Wir können ja immer wieder uns heilen zwischendurch. Das ist ja alles kein Ding. Wir müssen, bevor wir weitergehen, dann sowieso Tränke und alles einkaufen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Ich glaub's nicht. Ich hab verloren. Destination. Wir heilen mal zwischendurch, weil Pikachu hätte ich schon gerne wach. Haben wir denn einen Aufwecker? Ja, 5 Stück sogar. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich einen Supertrank Taubos hauen. Und uns geht schon wieder richtig gut. Okay, weiter kann es gehen. Wir gehen jetzt mal da lang. Ich werde mich so verlaufen schon wieder. Ah ja. Okay. Sind wir wieder da? Warte mal, wo waren wir jetzt? Ich weiß nicht mehr, welches ich genommen habe. Das da hatte ich genommen. Okay, dann müssen wir das hier oberen nehmen. Ich sag ja, das wird super. Ich kann mir so gut merken, was ich tue. Oh je, okay, wir kommen da an. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Dann müssen wir die zwei Linken noch abgehen. Okay. Okay. Oh je. Sabrina ist zwar jünger als ich, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor ihr. Ja, wenn sie so stark ist, ne? Klar hat man dann Respekt. Amanda. Okay. Roshanna. Kann ich da nicht einfach... Das ist so
so schwer. Ich finde das so schwer. Wir haben... Oh. Vielleicht hätte ich doch Arcani vornehmen müssen. Ach, ihr könnt mich doch. Deswegen mag ich euch alle nicht. Oh, das war aber gut. Okay, Biss war da schon sehr effektiv. Effektiv genug für mich. Ich wünschte nur, Turtok wäre schneller. Ja, genau deswegen. Ich bleib noch mal drin. Vielleicht wacht er ja von alleine auf. Vielleicht wacht er ja von alleine auf. Nein, du warst nicht von alleine auf. Nein, auch nicht Pokémon. Weil wenn sie jetzt wieder einschläft, hat mich was an mich. Aber ist eigentlich wurscht dann, oder? Ich muss so oder so Aufwecker einsetzen. Ob ich den jetzt in dem Kampf zweimal auf Turtok anwende, oder... Ach, weiß ich nicht. Das ist gerade so schwer zu entscheiden. Ja, leck mich. Boah, das macht aber auch, ne? Au. Bist du bitte schneller? Nein, natürlich nicht. Ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich finde die so scheiße. So, ist Pikachu jetzt bitte einfach schneller? Kann Pikachu jetzt überleben und töten, bitte? Please, can you do this? Danke. Tritt's einfach weg. Geht mir das auf, Geistchen. Ich hasse Psycho so sehr. Ja, Kani hätte jetzt Punkte bekommen können, ne? Ich bin nicht gut genug. Ja, doch. Weil ihr mit unfairen Mitteln spielt. Den unfairsten Mitteln, die existieren. Wir hätten uns noch ein paar Aufwecker mitnehmen sollen, aber woher soll ich das denn wissen? Wir können uns ja immer noch welche kaufen, ne? So ist nicht. So, Beleber haben wir auch. 12 Stück sogar. So. Ja, hast du toll gemacht, Arcani. Ich bin so stolz auf dich. Die lieben mich alle nicht genug. So, wo kam ich denn da jetzt schon wieder her? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mir Dinge zu merken und schaffe es einfach nicht. Aber die Arena ist cool. So, ne? Da darf man keine Höhenangst haben. Hi. Ich kann in die Zukunft sehen. Du und ich, wir werden kämpfen. Ja, wirklich. Okay, Imari hat 3 Pokémon. Ich sollte Pikachu nach vorne nehmen wieder, ne? Irgendwie wäre das immer noch die bessere Entscheidung. Pikachu ist krasser. Bringt das überhaupt was? Auch komm. Die machen halt nur irgendwelche Statusveränderungen. Schwer vergiftet. Ja, natürlich stirbt der nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen jetzt trotzdem weiter. Mhm. Das war ja Gott sei Dank nicht effektiv. So. Turtok hast du gut gemacht. Ich bin halt echt ein bisschen drunter, das ist ärgerlich. Okay, wir nehmen Pikachu raus. Weil Pikachu weiß, was es tut. Pikachu weiß, was es tut. Pikachu ist auf jeden Fall auch genug gelevelt. Ich hoffe, sie hat nur Alpollos dabei. Ich hoffe, sie hat nur Alpollos dabei. Das wäre so schön. Ja! Yeah! Beautiful. Ich glaube, ich packe Pikachu nach vorne. Irgendwie ist Pikachu immer noch voller Kompetenz im Gegensatz zu allem anderen, was ich besitze. Keine Ahnung. Irgendwie komme ich mir damit immer noch irgendwie sicherer vor. Sehr gut.
Dabei wusste ich doch schon vor dem Kampf, dass ich verlieren würde. Ach so, sie weiß das. Das ist ja interessant. Ja, Turchok war nett. Du bleibst jetzt erstmal weg. So, wo geht's für uns hin? Okay, da waren wir noch nicht. Hi. Obwohl Sabrina noch so jung ist, hat sie es bereits zur Arenaleiterin geschafft. Diese Stelle hat sie sich hart erarbeitet. Wenn du also gegen sie kämpfen willst, musst du dir dieses Recht ebenfalls erst erarbeiten. Mach ich ja gerade. Wie viel hast du dabei? Komm schon, nur eins, bitte. Zwei. Maximilian. Kadabra. Sehr gut. Sehr gut? Pikachu, du kannst regeln. Ach, wie schön. Ach, wie schön ist das. Wundervoll. Wundervoll. Okay, Pikachu ist echt die beste Wahl, ne? Muss ich echt leider sagen. Irgendwann ist wieder ein anderes Pokémon gut genug. Bestimmt. Es kann nicht nur Pikachu sein. Ich hoffe, ich komme hier aber ganz gut durch. Und wir haben es nicht mehr so weit zu Sabrina. Das wäre super. Dann haben wir auch schon über die Hälfte aller Orden uns erarbeitet. Dann sind es nämlich nur noch drei. Geht's auch schon langsam aufs Ende zu. Ja, geil! Alle über 40 jetzt. Sehr schön. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ja. Sehr gut. Wo gehen wir lang? Keine Ahnung. Wo kommen wir denn her? Da geht's auch noch lang. Eieiei. Das sind ja überall Leute. Diese Arena ist eine bekannte Trainingsstätte für übersinnlich Begabte wie mich. Du willst Sabrina herausfordern, oder? Das kann ich sofort erkennen. Kilian, das ist ein cooler Name. So, was mache ich gegen dich? Gewinnen wahrscheinlich irgendwie. Wir gucken mal. Wir können mal nochmal den hier probieren. Wir sind eh schneller, das ist ganz nett. Ist okay. Das ist halt wieder mies. Ich hasse das so sehr. Und es schläft weiter. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie was bringt, ne? Wir warten einfach mal ab, was passiert. Traumfresser. Der heilt sich, ne? Natürlich. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie lange Pikachu braucht, um aufzuwachen. Lang genug wahrscheinlich. Ein paar Runden. Das macht er jetzt immer. Oh Gott, das wird ja immer aua. Das wird ja immer aua. Ich hasse das. Ich hasse Psycho-Pokémon einfach. Mit allem. War das das? Nee. Ether? War das Ether? Nee. Warte mal, ich werde schon rausfinden, was ich brauche. Ich habe nicht, was ich brauche, oder? Was ist das? Ja gut, wir können dann eigentlich nur tranken. Das machen wir jetzt mal auch. Ja, wir wechseln jetzt mal. Das bringt nichts. Der ist jetzt wieder voll geheilt. Das Ding ist... Wow, jetzt! Jetzt! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Mach mal den. Guck mal, was das macht. Wenigstens mal gucken. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt. Weil sonst hätte ich jetzt Arcani rausgeholt. Aber den hätte er bestimmt auch direkt hypnotisiert. Und nichts. Das ist halt immer... Weil die schneller sind dann. Wenn ich halt Pokémon wechseln muss, ist halt echt kacke. Aber gut, das war jetzt zu unseren Gunsten. Ach, so ein Glück. Ganz übergab, finde ich vielleicht auch nicht. Das war jetzt unser Glück hier. Keine Ahnung, von wo wir kamen.
sind wir danach weiter? Jetzt wird's wieder kompliziert. Was passiert, wenn ich da lang gehe? Kommen wir hier lang. Jetzt müssen wir erstmal wieder... Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Orientierung ist halt einfach nicht. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir die zwei Linken nehmen, ne? Gehen erstmal mit dem oberen. Okay, wunderbar. Nochmal heilen. Weil es so schön ist. Reicht ja ein Supertrank. Ja. Und wir können nochmal ein Gegengift benutzen. War jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Im schlimmsten Fall müssen wir halt nur mal raus. Aha, ein Trainer, der ziellos durch diese Welt ist. Ja, das stimmt allerdings. Also ziellos nicht, aber orientierungslos. Kiri, oh süß. Sehr gut. Kiri, also die Shrine Maidens, die mag ich. Die mag ich sehr gerne, weil damit kann ich umgehen. Damit kann ich arbeiten. Wundervoll. Dankeschön. Ich hoffe, Sabrina... Aber ich glaube, Sabrina wird schwer. Ich glaube, Sabrina könnte uns echt gefährlich werden. Aber dann haben wir wenigstens hier die alle erledigt und müssen nur Sabrina machen. Und das wird dann schon irgendwie. So ohne Gegengift weiß ich noch nicht. Wir haben aber noch Aufwecker, glaube ich, einen oder so. Zwei. Wird schon irgendwie. Ich bin ja richtig vorbereitet, so wie immer. Oh, Level 46, das tut gut. Wohlan, zumindest in deinen Attacken hast du dich nicht beirren lassen. Nee, hab ich auch nicht. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Dann müssen wir unten rechts, ne? Ausprobieren. Ja. Gehen wir unten rechts aus. Das hilft mir alles nicht. Wo muss ich denn hin? So eine Kacke. So eine Kacke. Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt habe ich mich verirrt. Waren wir hier schon? Ja. Dann waren wir auch hier schon. Ich habe das Gefühl, von hier müssen wir ja irgendwie weiter. Ich werde es doch heute noch dahin schaffen. Bitte. Ja, da kommen wir wieder nur dahin. Ja, das ist schwierig. Ich muss aber doch von hier aus irgendwie weiter, oder? Oder nicht? Ich habe mich verlaufen. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich irgendwie ratlos. Aber komplett kein Plan. Komplett kein Plan. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht weiter. Ich bin lost. Lost. Oh mein Gott. Okay. We did it. We did it. Okay, jetzt müssen wir uns vorbereiten. Jetzt wird's ernst. Richtig ernst. Okay, einen Schrank für Turtok. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Zwei Trank für Turtok. Gut. Keine kriegt auch noch ein. Wunderschön, dann sind mal alle kleinen Tränke weg. Wir haben drei Paraheiler, wir haben drei Aufwecker. Das ist doch schon mal viel wert. Wir haben auch noch Hyperheiler, wir haben Elixiere. Das geht schon, das wird. Wir speichern, natürlich. Und dann hoffen wir, dass wir das vielleicht heute noch schaffen. Es könnte ein bisschen länger werden, die Folge, aber ich würde sie gerne heute noch machen. Damit der Orden unser ist. Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich,
Ich besitze übernatürliche Kräfte. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Aber bitte nicht so. Nicht so fest. Nicht so doll. Sie hat 4 Pokémon. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe richtig doll Angst in der Hose. Ich probiere jetzt mal rum. Wird schon. Pikachu ist stark. Pikachu, ich vertraue dir. Okay, das war gut. Das war super. Was macht das nochmal? Steht jetzt da. Gegen physische Attacken. Ich weiß nicht, ob das... Okay, das geht. Okay, eins ist weg. Eins ist weg. Uns geht's noch gut. Wir haben noch keinen Schaden genommen. Oh, hab Angst. Lamus. Okay, wir bleiben. Bleiben. Der sieht so groß aus, ne? Wir hätten, glaube ich, ein Britzelturbo nehmen sollen. Aber das ist okay. Nein, oh Kacke. Oh Kacke, Pikachu, du bist stärker als das. Ich schaff das noch. Lamus ist jetzt weg. Komm schon. Ja. Ja. Okay. Okay. Noch schläft Pikachu nicht. Der wird aber gleich einschlafen, glaube ich. Dann müssen wir hoffen. Dann müssen wir so sehr hoffen, dass es sich selber weg. Komm schon, Pikachu. Oh, Mist, Rosanna. Oh. Das ist jetzt halt die Frage, was machen wir? Wir könnten Akani rausholen. Der wird dann aber wieder alles abbekommen, weil der ist nur 36. Ich weiß nicht, wie gut die Idee ist. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie schnell Rosanna ist und ich weiß nicht, wie gut das dagegen ist. Soll ich Pikachu einfach wecken? Es wird schon. Ich bin guter Dinge. 2 Stück sind schon weg. Wenn sie jetzt auch noch irgendwas macht, ne, dann habe ich ein Problem. Also so gedönsmäßig. Statusproblemmäßig. Aber Sabrina ist richtig cool. Ja, gut. Reflektor hört auf zu wirken. Das ist wundervoll. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit ihr machen soll. Gut, dass wir halt schnell sind. Das war auch... Das ist gut. Oh Gott. Okay, okay, okay. Aber es wacht auch nicht wieder auf. Das ist toll. Ich muss es tun. Ich habe halt auch nicht mehr viele. Oh. Ja, Pikachu, gerade bist du ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich gestehen. Was machen wir zuerst? Wir sind schneller, ne? Dann gucken wir, was sie als letztes hat. Und gucken dann weiter. Aber das wird. Pikachu wieder MVP. Komplett. Simsala, das ist ja... Okay. Wir wechseln. Erstmal zu Tauros. Gucken, wie Tauros sich macht. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber wir können Pikachu heilen. Das ist alles Quatsch, was ich mache. Wir hätten es einfach jetzt heilen sollen. Ach, das weiß ich dann. So können wir wenigstens zuerst angreifen. Ne? Das sind beides halt echt nicht so geil. Aber gut, wir machen mal einen Flügelschlag. Natürlich. Natürlich.
Oh, Taubos, ne? Weiß ich nicht. Taubos schwierig. Okay, Taubos stirbt jetzt. Pikachu aber überlebt. Wir lassen Taubos sterben. I'm so sorry. Wir lassen Taubos, müssen wir sowieso. Bleibt gar nichts anderes übrig. Dann nehmen wir nämlich jetzt Pikachu wieder raus. I'm so sorry. I'm so sorry. Aber müssen wir jetzt so machen. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, das können wir nicht mehr verlieren. Außer wir stellen uns jetzt halt richtig an. Ich hoffe, Pikachu ist schneller. Ja. Und das war's. Wir haben Sabrina besiegt! Ja! Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt. Geil. Sehr schön! Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe vielleicht nicht alles gegeben. Aha, jetzt willst du mir auch nicht um meinen Sieg zugestehen, dass ich gut bin. Sondern du in Anerkennung dieses deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden. Das war einer der schlimmsten, glaube ich. Und ich habe es geschafft. Ich finde sie aber cool. Mit dem Sumpforden gehorchen dir nun alle Pokémon, die du von anderen Trainern erhältst. Vorausgesetzt, ihr Level ist nicht höher als 60. Ach, und nimm noch diese TM von mir. Boah, Gedanken gut. Sehr schön. Das Pokémon, das diese Attacke einsetzt, konzentriert sich, um seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Psychokräfte sind nicht bloß einem kleinen Kreis an Menschen vorbehalten. Theoretisch kann jeder sie erlernen. Viele wissen es nur nicht. Nice. Was heißt du, Pikachu? Wir sind krass, gell? Ja, yes. Du bist halt auch echt wirklich das Beste. Du bist einfach das tollste Pokémon der Welt. Was soll ich sagen? Du rettest mich aus den schlimmsten Situationen. Okay, reicht. Raus. Ganz schnell raus. Oh, we did it. We did it. We did it. Geil. Oh, sehr schön. Aber ich würde sagen, das reicht. Das war genug Aufregung für einen Tag. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.